So, jetzt will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen in diesem Video, wie denn die Landung, ja, wie man die perfekte Landung hinbekommt. Und zwar, ich habe mir dazu jetzt mal einen Trainer genommen und wechsle jetzt auch mal in die Verfolgerperspektive bei dem Realfly und möchte das einfach ganz gerne mal zeigen, wie das denn am besten funktioniert oder wie ihr das am besten hinkriegt. Das kann man am besten demonstrieren in der Verfolgerperspektive, dass man das einfach mal ganz genau sieht. Und dann, ja, wir starten erstmal durch. Wir lassen den Flieger erstmal fliegen und drehen eine kleine Runde. Wir gewinnen erstmal ein wenig an Höhe. Dann fliegt man eine kleine Kurve, dabei nimmt man ganz klein wenig das Gas raus. Weil noch mehr Höhe wollen wir jetzt nicht. Ich würde jetzt ganz gerne direkt auf der Bahn dort wieder landen. Dazu nehme ich jetzt das Gas weg und gehe einfach ein bisschen runter. Ja, ein bisschen schaukeln. Bin jetzt wahrscheinlich aber noch zu hoch. So, jetzt habe ich natürlich einen Haufen Geschwindigkeit. Jetzt ziehe ich das Ganze hoch und ziehe den Knüppel langsam, langsam und jetzt ganz fast bis zum Schluss. Jetzt ist natürlich Strömungsabriss. Zack, und dann setzt er auf. Das war natürlich jetzt nicht toll. Das war jetzt genau demonstriert, wie ein Strömungsabriss aussieht. Am Boden kann ich nur mit dem Seitenruder steuern. Das probieren wir jetzt gleich nochmal. Wir können ja einfach mal einmal kurz hoch und dann wieder runter. So, jetzt muss ich darauf achten, dass ich genau die richtige Geschwindigkeit habe und bis zum Schluss abfangen. War jetzt auch nicht so toll, wir probieren das nochmal. Das ist dann meistens der Vorführeffekt. Wir nehmen jetzt mal jetzt schon das Gas komplett raus. Wir haben noch genug Höhe, die uns bis auf die Bahn bringt. Ganz wichtig, Höhe ist immer Sicherheit. Dann brauche ich auch keinen Motor mehr, wenn ich genug Höhe habe. So, der kommt jetzt relativ steil rein. Ich habe noch relativ viel Geschwindigkeit. Ich bin noch bei 36 Meilen und lassen ganz leicht. Ah, jetzt natürlich hier so ein bisschen holpriges Gelände. Und da hört man schon, das gibt schon ganz schön Schläge. Gleich nochmal hoch und gleich wieder runter. Das war doch perfekt. Die Bahn hat zwar nicht ganz ausgereicht. Das versuchen wir jetzt mal ein bisschen punktgenauer zu machen. Wir können ja auch komplett über das Seitenruder steuern, wenn wir wollen. Und wir lassen die Querruder einfach mal komplett weg. Dann müssen wir uns nicht. So. Auch jetzt nehmen wir wieder komplett das Gas raus. Wir gehen einmal in den Sinkflug ein. Und wir drücken den eher noch ein Stückchen nach unten. Lassen den langsam kommen. Und jetzt fange ich an, ein bisschen abzufangen. Ich fange ab, ich fange ab, ich fange mehr ab. Jetzt lasse ich ihn gleiten, gleiten, gleiten. Und jetzt sitzt er auf der Bahn. Ups, da hat er sich einmal gedreht, das war zu viel. Zack, aber ist noch in Ordnung. Das gleiche nochmal. So, wir fliegen einmal wieder eine Kurve. Erst in die eine, dann in die andere Richtung. Wir steigen schon fast zu sehr. Wir machen den Motor komplett aus. Wir haben immens Höhe. Und das ist auch toll in dem Realfly-Simulator, dass der sich dann durch das Sinken den Propeller ansteuert. Und man das hört, also das ist wie in echt. Das ist echt super. So, jetzt ziehe ich wieder nach oben. Ich ziehe, ich lasse ihn fliegen, ziehen, ziehen und langsam aufsetzen. Jawohl. Und da kann er ausrollen. Ganz wichtig ist immer, dass man am Anfang nicht zu sehr zieht, sonst zieht man den Flieger zu weit nach oben. Wir können das ja einmal machen, dass man das einfach mal sieht. Wenn der zu stark ist, dann kann es passieren, hat einen Strömungsabriss.
und dann knallt er euch einfach von zu weit oben komplett auf die Bahn. Und das soll natürlich nicht passieren. Also, wir machen jetzt mal hier eine kleine Platzrunde. Und dann würde ich das einfach mal simulieren, wenn das ist, wenn ich den zu weit oben abfange. Aber das kriegt man dann einfach ins Gefühl rein, wie das dann funktioniert. Und wenn man das einmal drin hat, dann macht das völlig Spaß und dann will man eigentlich nur noch landen. Und nur noch Landungen machen. So, ich fange jetzt einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal zu weit oben ab. Ich fange jetzt mal hier ab. So, ich fange jetzt ab. Ich habe jetzt keine Höhe mehr. Und genau das passiert dann. In dem Fall, der Trainer verzeiht's. Aber das wäre jetzt schon, wenn man drin sitzen würde, ein ganz schöner Schlag. So, also wir drehen wieder. Wir machen nochmal eine schöne Landung. Oh, das sieht natürlich jetzt ein bisschen düst aus. Ah, schaffen wir das noch bis runter. Ja, die Bahn schaffen wir nicht mehr. Aber eine schöne Landung wird es bestimmt trotzdem. Ja. Oh, nein, doch nicht. So, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich starte durch. Das war mir zu hoch. Das wäre jetzt schon die Gefahr des Strömungsabrisses gewesen. Uiuiui. Ich glaube, hier ist doch ein bisschen Wind mit drin. Zack, eine schöne Landung. Ja, so funktioniert das. Wenn ihr mehr Landungen sehen wollt oder Flugeigenschaften, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann mache ich da extra nochmal ein Video dazu. Oder ihr habt Fragen dazu, dann schreibt sie in die Kommentare rein und ich würde das natürlich sofort beantworten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und bis bald!